Der Draufgänger. Hier kommt es. Check. Schaumkanonen auf volle Energie. Und schließlich die passende Einleitung zurechtlegen. Genau, ein Klassiker. Nur noch kurz durchatmen. Ja, du öfters hier. Und los. Himmel, du schon wieder. Du gibst wohl niemals auf, was? Hey, Baby. Jetzt geht es los. Schau mir in die Augen, Kleines. Warum? Soll ich nach einem Gerstenkorn suchen? Jetzt, wo du es sagst? Ich habe da tatsächlich so eine Entzündung. Halte bitte Abstand, okay? Das kommt mir bekannt vor. Hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? In der Tat, ja. Tja, kann ich mir vorstellen. Wir sind gar nicht so verschieden. Wir gehören beide nicht auf diesen Planeten. Stimmt. Ich gehöre nach Elysium und du in Einzelhaft. Was ich meinte war, wir gehören zusammen. Wir sind quasi Seelenverwandte. Ich weiß nicht, woher du diese Vorstellung nimmst. Ich bin kultiviert, ich bin gebildet. Check, check. Ich habe keine ansteckenden Krankheiten. Ich bleibe trotzdem dabei. Wir sind uns sehr ähnlich. Bitte komm mir nicht zu nahe, in Ordnung. Was für ansteckende Krankheiten haben wir uns eingefangen? Ich hoffe nichts von Toni, ey. Die Alte, die hat ja rumgehurt wie sonst was. Was macht eine Frau wie du an einem Ort wie diesem? Ja, wir haben sie doch hier praktisch hingeschickt. Was indirekt. Macht eine Frau wie du an einem Ort wie diesem? Tja, was mache ich hier eigentlich? Ach ja, du hast mich aus dem Notboot geworfen. Gerettet, aus dem Notboot geworfen. Hängt das nicht vom Blickwinkel ab? Nur wenn man ein kurzsichtiger Idiot ist. Na, das lässt sich zum Glück leicht überprüfen. Hey, Bozo, habe ich Goal gerettet? Keine Ahnung. Ich versuche schon lange nicht mehr bei dir durchzusteigen. Siehst du? Bozo findet mich auch lässig. Ich geb's auf. Ich fürchte, ich kenne dich bereits besser. Das ist wahr. So schlecht auf mich zu sprechen? Wie kommst du denn darauf? Du hast mich entführt, mir eine schwere Kopfverletzung zugefügt. Ich habe es anders in Erinnerung. Du leidest offenbar an Wahrnehmungsstörungen. Du meinst, in Wirklichkeit bist du gar nicht sexy? Halte dich einfach von mir fern, verstanden? Du musst mit zu Doc kommen. Wozu? Damit du meinen Kopf noch weiter demolieren kannst? Ja, ich habe dir ganz schön den Kopf verdreht, nicht wahr? Köpfe demolieren und Köpfe verdrehen sind zwei unterschiedliche Sachen. Bei Tonis Schildkröte war es ein und dasselbe. Hör mal, Rufus, ich bin schmutzig, mein Haar sitzt furchtbar und mein Kopf fühlt sich an, als hätte man mir eine Kreissäge durch die Schädeldecke gejagt. Ja, aber es gibt keine Beweise. Zu allem Überfluss habe ich auch noch Hunger, also halte dich lieber fern von mir. Wenn du Hunger hast, ich hätte da noch eine Schale Erdnüsse vom letzten Schlammkuchenfest. Igitt, da wachsen ja schon Haare drauf. Ich wette, diese kleine Schale beherbergt mehr Killerbakterien als ein Labor für biologische Kriegsführung. Nein, Killerbakterien sind aus. Das hier sind Grippeviren. Selbstverständlich, weil wir ja nicht schon genug ansteckende Krankheiten haben. Du musst mitkommen. Bei der Operation ist was schiefgelaufen. Was bedeutet schiefgelaufen? Kennst du das Märchen von den drei Bären? Im Prinzip war es genauso, nur dass es keine Bären gab. Und dass dein Bewusstsein bei einem neurochirurgischen Eingriff in drei Teile gespalten wurde. Was? Keine Panik, ich bring das wieder in Ordnung. Oh. Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Zuerst solltest du einmal die Bedeutung des Wortes Nein nachschlagen. Okay, nehmen wir mal an, das hätte ich bereits getan. Was müsste ich als nächstes tun? Oh. Oh? Darunter verstehe ich jetzt einiges. Komm doch bitte einfach mit. Nein. Und wenn ich hier verhungern muss? Können wir das nicht abkürzen? Wir wissen doch beide, dass du mir nicht ewig widerstehen kannst. Ich sagte nein. Und wenn du ein Gentleman wärst, wüsstest du, was das Wort bedeutet. Kann ich dich für ein romantisches Essen begeistern? Eine Einladung zum Essen? Wirklich? Vielleicht ist ja doch noch ein Funken Anstand unter diesem speckigen Mantel. Erst das Essen. Meinen Anstand kannst du später noch auspacken. Was ist das für ein Restaurant? Ist es dort sauber? Restaurant? Ich dachte eigentlich an eine extra Portion Erdnüsse. Die sind doch umsonst, oder?
Wenn man von den Arztkosten absieht, ja. Sauber. Oh, das wäre ja auch zu schön gewesen. Vergiss es einfach. Wenn er seinen Anstand auspackt, dann ist hier die Hölle los. Ja. Hier lungerst du an... Glaub mir, ich wäre deutlich lieber auf der Westpromenade bei den drehenden Gärten. Morris serviert zu dieser Jahreszeit den besten Soyuccino auf ganz Elysium. Stattdessen sitze ich hier in diesem Kellerloch und trinke... Was ist das überhaupt? Na was schon, Plörre. Plörre. Nein, warte, die Plörre steht noch hier unten. Was du da hast, ist die Tinktur gegen meine Nagelbettentzündung. Hattest du da etwa deine schmutzigen Nägel drin? Ja, aber du kannst sie ruhig austrinken. Sie funktioniert offenbar nur bei Fingernägeln. Und das ist der Zeitpunkt, an dem meine Verdrängungsmechanismen einsetzen sollten. Ah, da sind sie schon. Ist das widerlich. Ich glaube, ich würde kotzen, wenn ich sowas aus Versehen trinken würde. Warte hier, ich bin gleich zurück. Ist das ein Versprechen? Natürlich. Gut, das erhöht die Chance, dass du wegbleibst. Eine klasse Frau. So, sie will also zu einem Essen eingeladen werden, ja? Das heißt, wir müssen irgendwie Essen organisieren. Jukebox. Ich hoffe, die haben da auch noch was Brauchbares drin. Muss man das lesen? Schrott. Also das ist auf jeden Fall Schrott. Oder soll es ein... Nee, das ist ein S. Das ist vielleicht ein I? I hier... Das sind Hs, oder? Das ist, glaube ich, ein... Ja, das ist auf jeden Fall ein R. Das ist ein U. Ah, ja, wisst ihr so? So ist es natürlich viel zu einfach. Das soll ein P sein, das hier im Ernst. Das sind A's, R, U, N, G, Paarungslied der Schrott. Krabben. Ah, okay, jetzt sehe ich's. Das ist ein K, ich verstehe. Naja gut, ich verstehe es ansatzweise, aber irgendwie... Bei den ersten beiden steht kein Artikel davor. Jedenfalls hier nicht. Was hören wir uns denn mal an? Der tote Taubentango, das lustige Lümmeltütenlied... Die Schrottlawinen-Tarantella, das Paarungslied der Schrottkrabben. Ich bin ja für die der tote Taubentango. Anscheinend doch nicht. Ja, anscheinend funktioniert das ja prächtig. Okay. Also entweder sehe ich hier was falsch oder es funktioniert nichts. Naja. Nach oben... Jukebox-Klappe. Puh, trotz meiner gewaltigen Kräfte komme ich hier ohne Werkzeug nicht weiter. Die Klappe ist verschraubt. So, verschraubt also. Da liegt es doch nahe, mit dem Angelhaken die Schraube zu lockern. Die Klappe ist verschraubt. Aber wenn man sich zu helfen weiß, braucht man gar kein passendes Werkzeug. Die Frage ist nur, was braucht man dann? Naja, vielleicht doch nicht. What? Ach, so funktioniert das. Hi-ho. Willst du Ärger? Na komm schon, sing doch mit. Hi-di-di-di-di-do. Mann, hast du ein Glück, dass ich keine Behinderten schlage. Ey, willst du ein paar Erdnüsse? Lass mich in Ruhe! Ich muss arbeiten! Ein dreifaches Hi-Ho auf unsere fleißigen Freunde, die Kleinverdiener. Die Kleinverdiener, ja. Immer diese super Wortspiele, ey. Kann man vielleicht mit dem Schraubenzieher ein bisschen an seinem Kopf rumprokeln? Lass mich in... Nein, er will immer nur von uns in Ruhe gelassen werden. Für den haben wir bestimmt auch noch irgendwas in petto. Mal schauen. So, Rasiermesserfisch. Hey, halt still! Verdammt, er scheint eine Art Bewegungssensor zu haben. Das soll ein Rasiermesserfisch sein? Also für mich sieht das eher nach einem Schwert aus. Für mich sieht das eher nach einem gezackten Messer aus.
Diesen Fisch werde ich mit bloßen Händen fangen. Der ist schon gefangen, du Idiot. Diesen Fisch. Ja. Diesen Fisch. Na gut. Dann reden wir mal doch mit dem Galef. Was hat er denn zu sagen? Darf ich stören? Eigentlich nicht. Dann muss es wohl ohne deine Einwilligung gehen. Sind wir uns nicht schon vor Docs Werkstatt begegnet? Das muss eine Verwechslung sein. Nein, nein. Du und dein kräftiger Kumpel wolltet mir irgendwas abknöpfen. Was habt ihr doch gleich gerufen? Tod dem Organon. Tod dem Organon. Ich meine, Tod dem Organon. Wer würde denn sowas sagen? Eine gute Parole natürlich. Hat bestimmt jemand lange dran gesessen. Auf jeden Fall, sehr kompliziert. Warum sitzt du hier so alleine? Ich warte auf einen würdigen Gegner im Schnickschnack-Schnuck. Warum denkst du, dass du den ausgerechnet hier findest? Weil sich hier alle Langfinger der Gegend rumtreiben. Das macht Sinn. Du bist ein professioneller Schnickschnack-Schnuck-Spieler? Genau. Ich bin ein Schere-Stein-Papier-Fachmann. Ein Knobelexperte. Ein Schnibbelprofi. Meine Stärke ist die Schere. Die habe ich jahrelang trainiert und beherrsche sie aus dem FF. Aber auch mein Stein ist nicht von schlechten Eltern. Ich habe hier und da noch gewisse Schwierigkeiten, das Papier gezielt einzusetzen. Aber mein Trainer sagt, dass ich diese Schwäche durch Schnelligkeit und Ausdauer ausgleichen kann. So. Sein Papier ist also die Schwäche. Das heißt, wenn er das Papier nicht einsetzt, dann müssen wir den Stein einsetzen. Lass uns spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Hast du sie dabei? Als ich zuletzt nachgesehen habe, waren sie am unteren Ende des Arms. Mal sehen. Da sind sie ja. Haha, netter Versuch, Kumpel. Wieso? Was ist denn? Das sind keine offiziellen Turnierfinger. Sie könnten gezinkt sein. Komm wieder, wenn du dir offizielle Turnierfinger besorgt hast. Ernst? Ich geh da mal wieder. Mach das. Und wo soll ich mir bitte offizielle Turnierfinger besorgen? Oh, Toilettentür. Ja, und er schleicht wieder. Oder war diese Handschuhe, dieses, was ich für Fechthandschuhe gehalten habe, oder was ich gesagt habe? Verschlossen. Können wir das irgendwie aufmachen? Damit sollte ich das Schloss im Nu geknackt haben. Nu? Natürlich. Haben wir eigentlich schon mit Gulliver geredet? Hi. Ah, ein neuer Kunde. Herzlich willkommen in Gullivers Gulli. Ich bin Gulliver. Wenn du die Toiletten benutzen willst, sag bitte vorher bei mir Bescheid. Dann bekommst du von mir den Schlüssel, die Taschenlampe und das Anti-Wolf-Spray. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch Erdnüsse von der Theke entstanden sind. So, was kann ich für dich tun? Ja, Gulliver von Gullivers Gulli erinnert mich so ein bisschen an Mandy Handys. Nee, wie war es? Mandy's Handys? Gullivers Gulli klingt aber nicht besonders einladend. Gullivers Gulli klingt aber nicht besonders einladend. Meine Kundschaft ist es nicht gewohnt, irgendwohin eingeladen zu werden. Wer würde auch Diebe und Schmuggler zu sich einladen wollen? Oder Leute mit ansteckenden Mundschleimhautentzündungen? Wenn du ein einladendes Ambiente suchst, dann gehst du besser in die Oberstadt, Bursche. Ich hätte die ein oder andere Frage zu deiner Stammkundschaft. Schieß los! Kennst du Captain Boso? Klar, er legt hier ja regelmäßig an. Ich glaube, er hat was mit der Besitzerin des Waffenladens in Klein-Venedig am Laufen. Sie bricht keine Herzen, sie perforiert sie mit einem Repetierlaser. Und mit dieser Furie hat Boso was am Laufen? Ich kann mir kaum vorstellen, wie das funktionieren soll. Wie war das gleich mit Bosos Freundin? Ich glaube, er hat was mit der Und mit die... Ich kann mir kaum... Ja. Was sind denn das für Leute, die sich hier so rumtreiben? Naja, Gesocks und Gesindel halt. Diebe, Halsabschneider. Aber die gute Sorte. Im Moment ist es ja recht leer. Um diese Uhrzeit immer. Außer deinen Leuten ist nur noch Nod da. Er gehört zum unorganisierten Verbrechen. Ich glaube, er ist hier, weil sein Bruder Wink heute das erste Drittel der vorverlegten 5-Uhr-Schicht übernommen hat. Aber wie du dir vorstellen kannst, sind die Dienstpläne des unorganisierten Verbrechens etwas undurchsichtig. Dann ist da noch Garlef. Er kommt zum Spielen her. Was spielt er denn? Schnick, Schnack, Schnuck. Im Ernst?
Dein gefährliches Gesindel spielt Schnick, Schnack, Schnuck? Das klingt vielleicht nicht nach einem Spiel für harte Kerle, aber die Einsätze sind hoch. Und sie spielen mit gezinkten Fingern. Was? Er spielt mit gezinkten Fingern? Habt ihr gar keine Probleme mit dem Organon? Es kommt mir so vor, als würde hier jeder machen, was er will. Und so ist es auch. Die Beamten lassen uns hier in Ruhe. Porta Fisco ist weit weg und die Magnetbahnroute läuft an der Küste entlang. So ist der schwimmende Schwarzmarkt überhaupt erst entstanden. Wir sind immer da, wo der Organon nicht hinguckt. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, dass es nicht mehr lange so bleiben wird? Dann würde ich sagen, geh zu Janosch und seinen Widerstandsschwätzern. Nur Idioten glauben an diesen Verschwörungsquatsch. Ja, wir sind... Rufus ist zwar ein Idiot, aber... Oh, Moment, nur Idioten glauben daran. Okay, das macht Sinn.